Lieber Professor Burkemeier, die DGAO ist 80 Jahre alt geworden. Man nimmt ja Geburtstage immer zum Anlass, um auch mal auf die Vergangenheit zurückzublicken. Was ist aus Ihrer Sicht eine der wichtigen oder was sind die wichtigen Dinge, die die DGAO in ihrer Geschichte erreicht hat? Ich glaube, es ist erstmal toll, dass die DGAO 80 Jahre alt geworden ist. Das ist sozusagen ein großartiges Jubiläum. Diese Fachgesellschaft hat sich bewährt. Sie war 40 Jahre lang die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und 1977 hat sie die Onkologie integriert in einer Situation, wo sozusagen neue Therapien für solide Tumoren in Deutschland aufgekommen sind und im Gegensatz zu anderen Ländern hier wenig interdisziplinäre Strukturen sich entwickelt haben. Vor dem Hintergrund, glaube ich, hat die DGHO auch unter der Integration der Onkologie in den letzten 40 Jahren einen extremen Motivationsschub durchleben. Sie konnte die ganzen Innovationen, die in diesem Feld stattgefunden haben, miterleben, mit begleiten. Wissenschaftler der DGHO haben an der Entwicklung von Grundlagenforschung für neue Medikamente sozusagen teilhaben können. Die DGAO und DGAO-Mitglieder haben erste Studien begleiten können für neue Medikamente. Der Innovationsschub der letzten 10 Jahre ist unglaublich. Und ich glaube, die DGAO steht heute als eine Fachgesellschaft, die Experten für systemische Tumortherapie maligner Erkrankungen vereint. Das ist sozusagen ein ganz, ganz großes Charakteristikum. Und das hat die DGAO in hervorragender Art und Weise zu ihrem 80. Geburtstag geschafft. Dann sind wir jetzt im Prinzip in der Gegenwart angekommen, also 40 Jahre nach 77. Was ist aus Ihrer Sicht dann aktuell oder was sind aktuell die wichtigsten Themen, die die DGAO bearbeitet? Ich glaube, die DGAO hat sich natürlich als wissenschaftliche Fachgesellschaft für die Grundlagenforschung bei bösartigen Erkrankungen eingesetzt und bei hämatologischen Erkrankungen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, aber es hat sich auch gezeigt in den letzten Jahren, dass ein anderes wichtiges Thema wirklich ist, wie kommen diese Grundlagenforschung, die daraus resultierenden Innovationen in der Therapie wirklich beim Patienten in der Breite an. Und die DGAO hat jetzt durchaus auf ihrer Agenda eben auch wirklich die Versorgung des Patienten in der Breite, also die Qualität der onkologischen Systemtherapie für Patienten in der Breite in Deutschland. Und darum hat die DGAO eine Vielzahl von Projekten initiiert, die dieses überprüfen. Die DGAO ist die Fachgesellschaft, die extrem aktiv ist in der Bewertung mit dem gemeinsamen Bundesausschuss für neue Medikamente hinsichtlich eines Zusatznutzens. Aber die DGAO hilft ihren Mitgliedern dabei auch eben eigenständig über das Nutzenbewertungspotenzial von in unserem Onkopedia-System im Grunde sozusagen eben festzustellen, wie kann der Arzt sozusagen die beste Therapie für den Patienten begründen und sind sozusagen alle GBA-Beschlüsse optimal und was hat sich geändert danach? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Die DGAO kümmert sich um die Leitlinien in der Breite der Versorgung. Quasi mit Crowd-Knowledge aller Onkologen erreicht man sozusagen die aktuellsten Leitlinien überhaupt über Onkopedia und das Onkopedia-Leitlinienportal sozusagen zu veröffentlichen. Wir haben da um die 100.000 Klicks pro Monat, 50.000 individuelle Nutzer, die darauf gehen. Das sind nicht alles Hämato-Onkologen, das sind ganz viele Menschen, die sich für die beste Therapie von Patienten mit bösartigen Erkrankungen engagieren. Und jetzt letztendlich geht das Ganze weiter in Projekte auch für die breiten Versorgung im Sinne der Versorgungsforschung. Und da hat die DGAO zusammen mit anderen eine Stiftung initiiert, die Deutsche Stiftung für Versorgungsforschung, die über den Innovationsfonds jetzt wirklich auch klärt, wie sieht die Realität der Versorgung von Patienten, beispielhaft Prostatakarzinom, Mammakarzinom, Myelom, denn wirklich aus mit den neuen Medikamenten? Gilt das auch für die Patientengruppen, die hier in Studien waren? Gilt das auch für sequentielle Applikationen und so weiter? Und das sind so ganz wichtige Projekte, die die DGAO im Moment betreibt und die natürlich zum Nutzen der Patienten eben wirklich beitragen werden. Die Hämatologie und Onkologie ist eines der innovativsten Fachgebiete der Medizin. Die Zulassungsgeschwindigkeit neuer Arzneimittel wird immer kürzer. Es passiert ganz viel. Das heißt aber auch, dass ja das Fach vor ziemlich zentralen Herausforderungen steht. Was ist aus Ihrer Sicht das, was, sagen wir mal, in den nächsten Jahren auf die DGAO zukommt als medizinische Fachgesellschaft? Absolut. Das ist sozusagen, diese rasche Entwicklung führt natürlich auch zu Herausforderungen. Ich glaube, wir haben eine Reihe von Aspekten, Forderungen und Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Zum Ersten, unabhängige, akademisch getriebene klinische Studien sind ein extrem wichtiges Momentum, um Daten zu generieren, mit denen wir wirklich die Versorgung der Patienten verbessern können. Und wir müssen einfach Wege finden, wie solche Studien gemeinsam von Bund,
von Kassen, von öffentlichen Förderern eben vorangetrieben werden können und damit auch Fragen beantworten, die vielleicht eben in pharmazeutisch initiierten Studien nicht beantwortet werden können. Nur das kann die Versorgung der Patienten langfristig wirklich sicherstellen. Deshalb ist das eine ganz wichtige zentrale Forderung. Anderes wichtiges Thema ist, dass die DGHO sozusagen als quasi Expertenansprechpartner im Bereich der medikamentösen Tumortherapie sicherlich der Partner ist, der auch mit dem Bundesgesundheitsministerium zukünftig im nationalen Krebsplan für die Sicherstellung dieser optimalen Arzneimittelversorgung eintreten sollte. Betrifft es sozusagen Aspekte wie Arzneimittelengpässe, betrifft es wirklich die Chancen der Umsetzung der Innovationen in der Breite, die Generierung von Wissen aus der Applikation von Therapie, all diese Dinge, da wollen wir ganz intensiv ins Gespräch kommen und auch wirklich für die Bevölkerung und für Deutschland einsetzen, aber letztendlich sozusagen mit dem Mandat für die systemische Tumortherapie. Das ist sozusagen ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ist es für uns eine schwierige Situation. Diese Innovationen, die konstant kommen, führen dazu, dass es immer schwieriger wird, all das Wissen, was da ist über Tumortherapie, konstant zu integrieren. Hier ist es natürlich eine besondere Expertise des Hämatologen und medizinischen Onkologen, Therapien zu kennen, von einem Tumor auf den anderen Tumor übertragen zu können, Nebenwirkungsmanagement zu kennen, von einem Tumor auf den anderen übertragen zu können und damit in besonderer Art und Weise die Therapie sozusagen positiv für den Patienten gestalten zu können. Aber dieses Wissen, als umfassendes Wissen, müssen wir erhalten, sozusagen, weil wenn wir das nicht schaffen, glaube ich, dann ist es auch schwierig, dieses Fach als Ganzes zu erhalten. Und deshalb plädiere ich auch dafür, dass wir uns sozusagen wirklich umfassend fortbilden, weiterbilden und sozusagen für die Belange unserer Patienten eben einsetzen und dass junge Menschen ein Interesse finden, sich in diesem Gebiet zu engagieren. Ich glaube, es ist eines der spannendsten und innovativsten Gebiete in der Medizin, die es heute gibt.